Ich verlange, dass das zurzeit historisch bedingt ungerecht organisierte Geldsystem in der Schweiz, wo es nur für Noten und Münzen und für Buchgeld gar keine Regeln gibt und das System von Grund auf eher ermuntert, wegen Geldgewinn über Leichen zu gehen, statt auf durch Leid entstandenen Profit zu verzichten, vom Bund neu evaluiert wird und der heutigen historischen Situation entsprechend für die Mehrheit der Menschen gerecht neu geregelt wird, um ein nachhaltig funktionierendes und somit ewig prosperierendes Finanzsystem zu kreieren, das nicht dem Zahn der Zeit unterliegen kann. Wo bin ich? Da. Wo nach zig Jahren Wachstum, wie es der Kapitalismus bis heute verlangt, die Schallgrenze des Wachstums erreicht ist und zwangsläufig Mensch und Natur ausgebeutet werden wird. Ich danke dem Verein Monetative für den Begriff Monetative und fordere neben unsere Schweiz konstituierende Legislative, Judikative und Exekutive eine unabhängige Instanz für das Finanzwesen der Schweiz zu stellen, die Monetative. Ich fordere, dass Buchgeld historisch zum ersten Mal Regeln unterworfen wird. Da hat man da ein schönes Blümli, oder? Das ist da. Petition online. Und dann hat man da so ein schönes Blümli, oder? Wir kennen es halt. Und das ist der erste Occupy-Tag gsi. Und man hat dann da zweite. Da sieht man, das ist die Nachhaltigkeit. Nochmal Worte. Da sieht man, wie ich heiße, und da sieht man Nachhaltigkeit. Und das geht ins Bundeshaus. Und da sieht man, Verein Monetäre Modernisierung ist der offizielle Befürworter von der Petition. Hoffi! Zugefügt an vor zwei Tagen. Wenn du jetzt auf mein MySpace gehst, da unterschreiben.